So Leute, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge, brandneuen Folge natürlich von Overwatch. Wir sind wieder am Start hier, ich zock wieder mit dem Hanzo, Huso, wie auch immer, ja. Es geht gleich los, ich bin ja auf der Jagd nach diesem Skin, nach diesem Wolfskin, weißen Wolfskin, ja, den möchte ich gerne haben. Und da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen leveln, um noch ein paar Münzen zu kriegen. Ich glaube, mir fehlen noch 260 oder irgendwie sowas, fehlen mir noch. Natürlich jetzt, wenn ich Lootboxen aufmache, kriege ich nie wieder Münzen. Aber ich spiele fleißig weiter. Boah, da ist schon jemand Prestige 1. So ein krasser Bastard. Und diese scheiß Tracer, ey. Wenn Tracer bei uns ist, ist ja gut. Aber die bei uns ist immer. Die Tracer, die bei uns ist, in meiner Gruppe, die ist immer scheiße eigentlich. Ja? Im Gegnerteam rasten die immer aus. Und bei mir immer scheiße. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, da die Prestige 1 ist, dass sie schon ein bisschen Erfahrung hat. Und weiß, wie man mit der blöden Braut zockt. Ja, Gesicht bedeutet Tod. Tod bedeutet Gesicht. Ich weiß. Komm, Junge. Fass dir mal an deinen kleinen Hoden und dann sei ruhig jetzt. Obwohl Hanzo echt mein Lieblingscharakter ist, muss ich sagen. Ich mag den echt gerne. Auch wenn der, finde ich, schwer ist. Und der ist eigentlich auch immer benachteiligt. Also ganz ehrlich, während andere Klassen nur draufhalten müssen, nicht mal richtig zielen, alles weghauen, ja, musst du mit Hanzo eigentlich einfach ganz genau sein. Und musst auch jedes Mal den Bogen laden, ja. Also es ist, der Typ ist auf jeden Fall nicht der einfachste, sagen wir mal so. Aber ich finde ihn trotzdem echt geil, weil wenn du mit denen Kill machst, hast du dieses Glücksgefühl, was du mit den anderen Klassen irgendwie nicht hast. Mit den anderen Charakteren. Mit anderen Charakteren tötest du einfach, freust dich, boah, ein weiterer Kill. Mit ihm hier, keine Ahnung, da freut man sich richtig. Also so ist bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Könnt ihr vielleicht mal schreiben, wie ihr empfindet, wenn ihr mit Hanzo jemanden tötet, ob ihr da einen Ständer kriegt oder so, oder keine Ahnung. Ja. Los! Ich glaube, die Bitch kommt. Tracer kommt, oder? Oh, leck mich, Junge. Ja. Hat er meinen Pfeil jetzt geblockt? Das Geile ist, dass ich den wahrscheinlich nicht mal getroffen habe mit dem Pfeil. Und er blockt meinen Pfeil. Ja, ja, haha. Oh, das ist so geil. Ganz ehrlich, du musst mit einem Hanzo hundertprozentig genau treffen und er blockt deinen Pfeil, obwohl der Pfeil einen halben Meter rechts neben den Typen vorbeifliegt und wird reflektiert. Zumal es ja auch total unglaubwürdig ist, dass Pfeile überhaupt reflektiert werden, ne? Aber gut, brauchen wir nicht drüber reden. Ist halt einfach nur Overwatch. Mann, leck mich doch, du Bitch, Mann, töte den jetzt. Mir stirbt keiner weg. Bin gleich tot. Ja, Mann. Von wo denn bitte? Auch wieder diesen scheiß Hanzo. Ja. Alter, wie kann man denn so genau zielen? Vor allen Dingen, wie haben die denn eigentlich dieses andere Visier? Wie kriegen die denn dieses andere Visier? Weil ich habe immer nur diesen Punkt. Das würde mich mal interessieren. Ja, ist auch wieder geil. Aber ich muss sie super einsetzen, aber ich muss sie von hier irgendwie einsetzen. Ist zu weit weg, ist zu weit weg. Ich muss näher ran. Schaut. Ja, Mann. Komm, diese scheiß Tracer-Bitch ist auch noch mit am Start hier. So, Maß ist übertrieben einfach. Komm halt her, Mann. Mir stirbt keiner weg. Pass nicht, ich glaube, hier hinten kommt jetzt jemand. Warum trifft man die jetzt nicht? Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vor mir kann sich nur verstecken.
Oh Mann, ey, ich wollte gerade meine Super einsetzen. Na, vielleicht war es ganz gut, dass ich die nicht eingesetzt habe. Mal gucken, ob ich die jetzt trotzdem noch sinnvoll einsetzen kann, hier, wenn ich irgendwann mal wieder spawnen kann. So, komm hier. Ja, ich glaub's aber, Mann. Ich finde, die sollten die Tracer echt nerven. Weil die ist echt overpowered. Du hast keine Chance gegen der Braut, wenn die sich teleportiert. Die sollte irgendwie eine Sperre oder irgendwas, irgendwie, keine Ahnung, sollte die irgendwie drin haben. Ja, jetzt kommt sie hoch hier, glaube ich, oder? Doch nicht? Oh, nice, getroffen. Sehr geil. Oh, geil. Wieder mal nichts genützt. Den haben wir auch, sehr nice. Ich glaube, unter mir irgendwie ist diese blöde Tracer. Wie weit kommt die eigentlich mit ihrem räudigen Drecksstrahl? Wie weit kommt die damit? Ist auch einfach unglaublich. Ganz ehrlich. Noch einmal von vorn. Mann, ey. So ein Scheiße da. Komm. Schaut. Jetzt hol sie weg, Mann. Komm jetzt hier. Nur ein oder was? Ja, Mann. Scheiße. Verkackter Dreckshanso. Er rastet wieder aus. Mann, ey. Muss ganz kurz was schreiben hier. So. Oh Mann, Leute, es könnte alles so geil sein. Es könnte so geil sein. Naja, 9-5. Wir stehen 9-5, ist ja nicht ganz so schlecht, ja? Besser als die letzten Male, würde ich mal sagen. Ja, Mann. Pisser. Oh nein, Mann. Oh, wie oft hat die Schlampe ihre scheiß Super auch ready, Mann? Die hat ihre scheiß Super so oft ready. Oh, Drache. Oh, scheiße. Wieder so geil, Mann. Da ist wieder die Braut. Die Frostbraut ist auch wieder am Start. Ein bisschen Heilung wäre geil, muss ich sagen. Komm. So, jetzt hol mal was weg hier, Mädel. Geh doch, Mann. Na, endlich. Endlich hat hier mal was gezündet, ey. Komm.
Scheiße. 15-7. Ja. Vielleicht kriegen wir uns super nochmal voll. Ich glaube es zwar nicht. Aber wir versuchen es trotzdem weiter. Nun los. Wenn ich irgendwann mal wieder spawnen kann, könnte man noch eine Chance haben. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Geil. Ja, Mann, läuft. Noch 10 Sekunden. Die Zeit ist fast abgelaufen. Komm, super, vielleicht nochmal nehmen. Komm, 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 hol nochmal welche weg hier. Komm. Hol nochmal welche weg, Mann. Ah, shit. Vielleicht sind wir ja Highlight. 18-7 haben wir am Ende doch noch recht gut aufgeholt, würde ich mal sagen. Einen haben wir noch gekriegt. 19-7. Was natürlich nicht mehr angezeigt wird. Geht doch, Mann, Alter. Na, endlich, Junge. So, zeig her hier. Guckt euch diesen geilen Typen an. Läuft. Läuft, Junge, läuft. Du, ich stehe natürlich nicht mit bei, ist ja klar. Ja, gut, kann man nichts machen. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst bitte einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Teilen wäre natürlich auch extrem geil. Ich hoffe, ich konnte noch ein paar Leute begeistern, die hier zugeschaut haben. Vielleicht sogar welche zu einem neuen Abo verhelfen. Also Leute, vielen, vielen Dank dafür schon mal fürs Zuschauen. Und dann bis zur nächsten Folge von Overwatch. Servus.